Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und in diesem Part dreht sich wieder alles um. Hauptstory! Ja, so, ne? Gut. Unsere Quest hat Schiff in Flammen und wir sollen mit Gimdota reden. Okay. Und wir kommen wieder in eine Einzel-Ini. Wir lieben Einzel-Inis nicht. Wobei am Anfang gehen sie ja noch. Später im Spiel werden sie scheiße. Sehr gut. Du hast also einen der schändlichen Piraten gestellt, ja? Das ging schnell. Ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist. Aber was meint der Pirat mit unser Plan ist nicht mehr zu vereiteln? Was wäre ein Plan? Ah, oh, Kommandant! Was ist passiert? Wer hat dich so zugerichtet? Red schon! Die Piraten haben uns überrumpelt. Es ging alles so schnell. So sieht also ihr Plan aus. Verflucht. Das darf schon nicht wahr sein. Wie viele Angreifer sind es? Ziemlich viele. Und sie haben eine große Menge Sprengstoff dabei. Ach, verdammt! Da haben sie uns mit runtergelassenen Hosen erwischt. Ashkuran, du hast gehört, was los ist? Schnell, renn zum Dock und kümmere dich um die Eindringlinge. Ich folge dir sofort, sobald ich unseren tapferen Soldaten hier versorgt habe. Los, beeil dich! Okay. Du die auf was? Nee, schau mal nicht. Aber die hier. Okay. Und nun? Das nenne ich Erfolg auf ganzer Linie. Gut, dass wir dem Plan unserer Freundin zugestimmt haben. Was soll das? Hör doch auf mit dem Blödsinn, sonst werden dich die Seeteufel holen. Ach, halt die Klappe, du missratener Sohn. Wir sind ja gleich wieder weg. Vorher müssen wir nur noch kurz diesen hässlichen Kahn in die Luft sprengen. Wie kannst du auch nur daran denken? Ist dir nicht klar, wie wichtig die Victory für den Marschstrom ist? Und wie viel sie mir bedeutet? Doch, und genau deshalb werde ich sie in tausend Stücke sprengen. Das wird dich hoffentlich aus deinem trägen, bürgerlichen Leben aufrütteln und wieder zum echten Piraten machen. Mein Sohn, ein Schiffbauer. Was für eine Schande! Und dann baust du auch noch Schiffe für den Mahlstrom, der uns Piraten damit jagen und auf den Grund des Meeres schießen will. Sag mal, schämst du dich denn gar nicht dafür? Du bist derjenige, der aus seinem Traum aufwachen muss. Die Zeiten, in denen Piraten tun und lassen konnten, was sie wollten, sind endgültig vorbei. Der Anführer der Piraten ist Edmims Vater? Dieses Schiff ist der Inbegriff für alles, was in Limsa falsch läuft. Deshalb werde ich es in Flammen aufgehen lassen. Gimtota, Ash, ihr müsst meinen Alten aufhalten. Beschützt die Victory. Oh yeah, das werden wir tun. Und wie wir das tun werden.
Perfekt. Ja, er hat seinen Angriffskraft gesteigert. Soll er mal machen. Tada! Damit ist er aufgehalten. Okay, seine Akku kriege ich nicht. Aber da kümmert sie sich eh schon drum. Ja, Mensch, am Anfang sind die Inhalte echt doch ganz easy peasy. Ich bin vielleicht schon alt und senil, aber glaubst du wirklich, so eine dahergelaufene Abenteuerin könnte mir das Wasser reichen? Vater. Es wäre ein großes Schiff. Groß und hässlich. Okay. Danke, Ash. Ohne dich lege die Victory jetzt in Trümmern. Ach, dann wollen wir hier mal den Dreck beseitigen, den dieses Lumpenpack zurückgelassen hat. Außerdem muss ich in Ruhe über den Vorfall und die Worte meines Vaters nachdenken. Lass mich bitte eine Weile in Ruhe. Sag das bitte auch dem Toter und richte ihr meine aufrichtige Entschuldigung aus. Das tun wir natürlich. Hallo. Dem Lahn sei Dank, dass du genau im richtigen Moment zur Stelle warst. Ohne dich hätten wir die Katastrophe nicht verhindern können. Das Schiff, das du beschützt hast, die Victory, ist ein Symbol für das Erstarken des Marschstroms. Mit ihr wäre unsere ganze Hoffnung in Flammen aufgegangen. Du kannst stolz darauf sein, was du heute geleistet hast. Wir hingegen waren offensichtlich zu nachlässig und nun müssen wir die Sicherheitsvorkehrungen von Grund auf überdenken, damit so etwas nicht wieder passieren kann. Dass Admiral jetzt erstmal Ruhe braucht, kann ich gut verstehen. Der Vorfall muss ihn stark mitgenommen haben. Aber er wird hoffentlich schnell darüber hinwegkommen. Als erster Schiffbau ist er schließlich für die Fertigstellung der Victory verantwortlich. Die gefangenen Piraten haben wir übrigens schon an die Gelbjacken übergeben, die hier noch eine Untersuchung anstellen wollen. Vorher haben wir die Piraten durchsucht und dabei ist etwas sehr Seltsames zum Vorschein gekommen. Ein Gegengift? Nee, das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber trotzdem. Ash, du hast bisher schon so viel geleistet, dass ich niemand anderen als dich bitten würde. Du musst uns bei dieser Sache ja nochmal weiterhelfen. Etzefilm, der Drahtzieher hinter der versuchten Zerstörung der Victory, hatte ein rätselhaftes Schriftstück bei sich. Es ist in ungewöhnliche Zeichen geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Es muss eine Art Geheimschrift sein. Ich bin sicher, dass darin Informationen enthalten sind, die für den Marschstrom von höchster Wichtigkeit sind. Aber niemand hier kann die Schrift lesen. In solchen Fällen wenden sich die Gelbjacken üblicherweise an Baderon, der durch seine weit verzweigten Kontakte so ziemlich alles herausfinden kann. Ich bin sicher, dass er auch jemanden kennt, der diese Schrift entziffern könnte. Bitte, Ash, kannst du es ihm nicht in die ertränkte Sorge bringen? Das könnten wir tun, ja. So, ich will mich jetzt aber nochmal beeilen, dass ich hier die Fates mal kurz mitkriege. Dann kann ich zumindest den Schurken einmal kurz hochpowern. Das wäre zumindest eine Idee, weil der ist halt 13 und wir sind bei den 14ern. Also, ne? Der Hermetiker ist gerade halb so wild. Beim Hermetiker wäre es dann halt so, dass ich den halt durch diese ganzen Nebensachen halt level. So, natürlich mal jetzt mal das hier.
damit ich erstmal hier Ruhe habe. Okay. Gut. Jetzt ist natürlich auch wieder wichtig, dass wir hier die eine letzte noch machen. Weil dann hätten wir das Gebiet halt soweit auch fertig. Bis auf halt die Gildenbriefe. Und das wäre mir schon sehr, sehr wichtig. Das war ja das, was ich gesagt habe, dass halt auch immer mal wieder sowas Kleines zwischendrin sein kann. Weil das hier ist jetzt halt die letzte Quest wahrscheinlich, die hier erstmal stattfindet. Es kann auch natürlich auch sein, dass später nochmal wieder welche hier erscheinen, aber ich glaube eher weniger. Ich glaube, es bleibt dann tatsächlich dabei, dass hier keine mehr sind. Dann haben wir ein ganzes Gebiet halt durchgequestet. Wäre schon mal... Wäre echt geil. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es dafür auch eine Errungenschaft. Dösreil, hallöchen. Du willst auch schon das Klammer überqueren? Dann hast du es hoffentlich nicht eilig. Heute sind hier so viele Leute und Karren unterwegs, dass die Brücke nur so echt so kratzt. Wird mich nicht wundern, wenn sie bald zusammenbricht. Jeder, der von dem Salominsa zu dem Morabi-Trockendocks oder zurückreisen will, muss über Oshons Klammer. Heute ist ganz besonders viel los und die Fuhrwerke kommen kaum noch voran. Juristmager sollte eigentlich den Verkehr regieren, damit es zu keinem Staus kommt. Aber ich habe keine Ahnung, wo er sich herumtreibt. Wenn du ihn findest, richte ihn bitte aus, dass er gefälligst seine Pflicht erfüllen soll. Also, ich hoffe einfach mal, dass es recht schnell geht. Dass wir halt gleich weiter können. Ah, lass mich bloß in Frieden. Ich habe keine Lust mehr, den blöden Verkehr auf der Brücke zu regeln. Selbst wenn ich mir die Kehle aus dem Hals schreie und mit den Armen winke, bis mir sie abfallen, kommen die Leute trotzdem nur zäh voran. Die ungeduldigen Fuhrleute lassen dann ihren Fuß natürlich an mir aus. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich gehe nicht zurück an die Arbeit, bevor sich die Hitzköpfe nicht beruhigt haben. Wenn du dafür sorgst, geht's bestimmt schneller. Naja. Würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Ich muss weiter. Alles andere ist mir vollkommen egal. Meine Waren werden dringend in den Docks gebraucht. Und erzähl mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Okay. Nun gut, ich sehe ein, dass ich etwas überreagiert habe. Danke, dass du mich zur Vernunft gebracht hast. Ey! Lol. Hm? Du hast ja recht, da habe ich vorher etwas überreagiert. Also erstmal mit tief durchatmen. Juhu! Auch das haben wir geschafft. Ich finde diese Rüstungen echt sowas von furchtbar. Das geht teilweise echt gar nicht. Du hast es geschafft. Sie haben dich tatsächlich beruhigt. Vielen Dank. Jetzt, da die Fuhrleute endlich wieder zuhören, anstatt nur herumzuschreien, werde ich sofort den Verkehr in Gang bringen. Einen Moment. Sag Dösreil bitte schon mal Bescheid, dass ich meine Arbeit wieder aufgenommen habe.
Oh ja, das tun wir. Hallo, Israel. Hallo. Brustmager hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Hervorragend. Dann flutscht der Verkehr hoffentlich wieder wie eine Flunder. Er macht seine Sache wirklich gut, solange er nicht eingeschnappt ist. Leider reagiert er ein bisschen empfindlich auf allzu laute Beschwerden. Je mehr Schiffe in den Trockendocks gebaut werden, desto mehr Leute und Kutschen sind auf den Straßen unterwegs. Es wird also immer wichtiger, dass wir für ein reibungsloses Durchkommen sorgen. Oh ja. So, damit haben wir hier soweit erstmal alle Quests durch. Das ist sehr schön. Gut, dann können wir uns einmal zurückporten. Zurück, zurück. So. Jetzt müssten wir einmal zur Achterburg. Jetzt geht nämlich die Hauptstory weiter. Tad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 
Weißt du, früher, als sie noch jung und schneidig war, da habe ich mir meine Gil als Söldner verdient. Wenn du rauskriegen willst, was die anderen vorhaben, dann musst du ihnen ihre Depeschen abfangen und die Order entschlüsseln. Und die Schriften in dem Wischter, das sind Saragin-Zeichen, Mädchen. Da weiß ich Bescheid. Ich habe mehr von den schuppigen Bastarden abgestochen, als ich zählen kann. Aber die Erkenntnis, was für Schrift das ist, bringt dir noch gar nichts. Was sie bedeutet, musst du kapieren und das kann dir der alte Bade uns verraten. Da drin steht haarklein, wie und wann sie die Victory hochjagen wollten. Es scheint so, als sollte das ganze westliche Lanuskea ordentlich aufgemischt werden. In dem mächtigen Tumult wollten sie dann das Flaggschiff des Maelstroms in die Luft sprengen. In einfachen, verständlichen Worten, da haben nicht bloß ein paar Piraten ohne Ziel und Verstand randaliert, das war eine gut geplante Tat eines ganz gerissenen Hundes und damit meine ich nicht Azephin. Tja, nur haben sie den Anschlag früher als geplant gestartet, wenn ich das Gekritze richtig deute. Zu früh. Wahrscheinlich haben sie Panik gekriegt, weil du ihnen auf den Fersen warst. Die haben die Sache versaut. Ich habe L Leuten hören, dass Ed Byrnes Vater schon längst mit den tätowierten Burschen von den plündernden Schlangen zu tun hatte. Die haben ihm Kapital gegeben und alles, aber von denen war ja keiner am Tatort. Bei allen verdammten sieben Höhen. Was bin ich für ein Esel? Die ganze Geschichte mit der Victory. Das war ein Ablenkungsmanöver. Die Saragin geben keine müden Gildenmark auf das Lieblingsschiff des Maelstroms. Sie wollten ihre Piratenlakaien auf ein ganz anderes Ziel hetzen. Der geplante Aufruhr in Lanuskea. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, sie werden auf die Tölpelturmsiedlung losgehen und zwar mit Karaho. Aber habt ihr auch die beiden im Hintergrund gesehen? Die kennen wir noch aus der Kutsche. Kutsche. Aus dem Schiff. Verwechsel ich eine Kutsche schon mit einem Schiff? Direkt in der Anfangsszene, da waren doch auch diese beiden mit den weißen Haaren und den, ne? Rot-blauen Dingen. Die nicht besonders Gespräche fahren. Ich hatte den Saragin-Klon mal in verständliches Eorzeisch übersetzt. Bring das in den Korallenturm zu Kommandant Rena und sag ihm, dass ihm da eine ordentliche Schlamastik bevorsteht. Und melde dich auch gleich freiwillig. Jawohl, du bist genau die Richtige. Denn Gesinde werden wir zeigen, woher der Wind in Limsa weht. Das hat sich gereimt. Ja, sehr schön. Gefechtserlassung, okay. Gut. Kann ich irgendwas suchen? Nee. Kann ich irgendwas. Ja. Hätte man da jetzt echt so eine Tatsache. Man hätte da jetzt echt so eine Brille. Okay, naja. Wenn sie meinen. Das ist schön. Das sieht echt schön aus. So, jetzt wären wir natürlich auch direkt bei der Klassenquests. Oder bei den Klassenquests. Ja, machen wir jetzt natürlich noch nicht. Ja, ich bin Rainer und du bist die junge Abenteurerin, von der man so viel hört. Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, als du die Zerstörung der Victory verhindert hast. Würdest du mir darüber genaues berichten? Eine Nachricht von Baron? Meine Hoffnung auf einen ruhigen Nachmittag kann ich da wohl abschreiben. Dann sag mir gleich, wo es brennt. Da brennt's. Genau da. Was? Ein Angriff auf die Tölpelturmsiedlung? Aber wir haben bei den plündernden Schlangen keinerlei verdächtige Aktivitäten beobachtet.
Badons Gespür trügt ihn selten. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen. Die Gelbjacken werden die Sache unverzüglich nachgehen. Nur meinte Baron ja selbst, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob wirklich die Tölpelturmsiedlung das Ziel der Piraten ist. Alle möglichen Orte entlang des Nord- und Süddamms, der die Sahagin draußen hält, kommen genauso in Frage. Kommandant, Kommandant! Ja, was ist los? Die Sahagin, Kommandant. Sie versuchen den Süddamm mit einem massiven Aufgebot zu durchbrechen. Wir sollen Verstärkung schicken. Was haben die Sahagin vor? Wieso gerade jetzt ein Angriff dieser Größenordnung? Die Entscheidung ist mir jedenfalls abgenommen worden, worauf wir unsere Kräfte konzentrieren sollen. Richtig, die blühenden Schlangen arbeiten mit den Sahagin zusammen. Willst du damit sagen, dass der Sahagin-Angriff auch ein Ablenkungsmanöver ist? Damit wir die Tölpelturmsiedlung aus den Augen lassen? Weil ignorieren können wir die Attacke deswegen auf keinen Fall. In Augenblicken wie diesen wünsche ich, die Krieger des Lichts wären unter uns. Nun musst du die Heldin sein, die die Tölpelturmsiedlung beschützt. Lauf und hilf dem Verteidigern. Ich kann keine Leute entbehren. Okay, also zur Tölpelturmsiedlung. Ich hoffe, die haben wir schon. Nein, haben wir nicht. Nee. Wieso in Gottes Namen habe ich mich da nicht harmonisiert? Naja gut, geht zu den Sommerfurthöfen. Auch okay. Ja, passt schon. Dann können wir auf... Oh ne. Hier hatten wir ja noch nichts fertig. Okay, der geht nur nach Limsa. Okay. Dann könnte ich hier noch die letzten beiden Dinger holen. Warte mal, das waren jetzt Oberochse und gestrandeter Räuber. Ja, das ist ja kein Problem. Nee, machen wir jetzt nicht. Ein von drei, okay. Ich müsste jetzt eigentlich hier das für die Tanks anmachen. Aber da ich hier jetzt gerade in dem ganzen Punkt nicht alle haben möchte, verzichte ich da ausnahmsweise mal dankend drauf. Schon ein Wunder, dass sie mich eben nicht gesehen haben. So. Haben wir die erste Bestiarium-Seite fertig. Dafür. Ist doch schon mal was Feines. Hier das Gebiet machen wir dann beim nächsten Mal fertig. Ich weiß, wir sind jetzt hier schon kurz vorm Anschlag.
mit der Zeit. Ich würde gerne noch zumindest mich harmonisieren. Ich weiß nicht, warum ich das nicht getan habe. Weil eigentlich hatten wir ja hier auch unsere Freibriefe schon gemacht. Oder den ersten Freibrief. Ich weiß also nicht, wieso ich nicht auf die Idee kam, mich da mal zu harmonisieren. Wahrscheinlich dachte ich, ich hätte es gemacht und hab's aber nicht gemacht. Der Berg im Hintergrund ist schön. Da geht's ins Östliche. Okay, im Östlichen waren wir sogar noch gar nicht. Da werden wir irgendwann wohl nochmal hinkommen. Ich meine, wir haben ja sowieso eine relativ große Map. Das ist ja noch niemals. Das sei schon mal dazu gesagt. Das ist noch niemals. Es kommt nur besser. Viel besser. Und so, genau da unten wollen wir hin. Ich will mich halt einfach nur noch einmal kurz harmonisieren. Dann wäre ich zufrieden. Stimmt, hier ist dann auch noch der nächste Freibrief, glaube ich. Geistergilde, ja. Naja, das müssen wir das noch machen. Ach, harmonisieren. Da war was. Ich wollte nur harmonisieren. So. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Also, ciao.